Moin Leute, Knips hier. In Rocket League gibt es jetzt unter den benutzerdefinierten Trainingspacks wieder neue empfohlene Trainingspacks von Psyonic und zwar für jeden Rang in Rocket League in der November 2022 Version. Ich werde zu jedem Pack Tipps und Tricks geben und wir gehen alles durch von Bronze bis SSL und falls du was Bestimmtes davon nur sehen willst, sind hier jetzt die Zeiteingaben zu sehen, wo ich über dieses Pack und den Code reden werde. Wir fangen also an mit dem Bronze Pack. Hier ist der Code zu sehen und dann schauen wir uns die Sache mal gemeinsam an. Also für den ersten Shot beim Bronze-Pack, das geht jetzt auch an alle, die auch wirklich so Bronze noch sind, da können die Bronze-Spieler ja noch nicht so viel machen wie die SSL zum Beispiel. Deswegen geht Psyonix wahrscheinlich davon aus, dass die Bronze-Spieler eher was mit Double-Jumps und Springen und Fahren zu tun haben werden. Also solltet ihr beim ersten Schuss versuchen, mit einem Double-Jump ein Tor zu machen. Beim Schuss 2 müsst ihr einfach nur eine Rechtskurve machen und den Ball erreichen. Beim dritten Schuss müsst ihr einfach ein bisschen langsamer fahren und im richtigen Moment springen. Anstatt zu springen, könnt ihr aber auch direkt durchboosten und so den Ball erreichen. Bei Schuss 5 müsst ihr ein wenig nach links lenken und springen im richtigen Moment. Bei Schuss 7 müsst ihr eine Rechtskurve machen und den Ball abfangen und ins Tor tragen. Bei Schuss 8 solltet ihr eigentlich nur den Ball hinterherfahren und einmal gegenfahren. Mit Boost natürlich klappt das ein bisschen schneller. Und dann könnt ihr auch nochmal einen Sprung gerne einfügen, falls ihr euch schon da ein bisschen sicherer seid. Bei Schuss 9 könnt ihr schon mal versuchen, ein wenig den Ball zu balancieren auf eurem Auto. Indem ihr versucht, mit Gas loslassen und Gas drücken, den Ball zu balancieren. Bei Schuss 10 müsst ihr quasi nur den Ball abwehren mit einem Sprung und den vielleicht noch ein zweites Mal berühren, falls er oben abprallt. Jetzt kommen wir zu den Silberpack mit neuen Schüssen. Als Silberspieler solltet ihr schon mal die Flicks mehr benutzen, zum Beispiel einen diagonalen Flick für mehr Power. Beim zweiten Schuss solltet ihr am besten einfach das Boosten nochmal ein bisschen verfeinern und den Ball einfach hinterherfahren mit Boost. Beim dritten Schuss genauso einfach zum Ball fahren und ihn versuchen aufs Tor zu zielen. Beim vierten Schuss einfach parallel neben dem Ball fahren und am Ende eine kleine Rechtsabbiegung machen. Bei Schuss 5, da reicht das normale Fahren nicht mehr, um den Ball ins Tor zu bringen. Da müsst ihr schon ein wenig Boost machen und vielleicht einen Sprung, damit ihr das Tor noch erreicht. Bei Schuss 6 müsst ihr einfach den Ball Richtung Tor bewegen. Versucht dabei, den Ball schön gerade Richtung Tor zu halten. Vielleicht auch einen starken Schuss zu setzen und ihn so reinzumachen. Bei Schuss 7 einfach einen Sprung reinbauen. Bei Schuss 8 müsst ihr wieder boosten und eventuell einen kleinen Sprung mit einbauen, euer Auto aber dabei leicht nach rechts beim Sprung neigen. Ebenso könnt ihr auch einfach den Ball nur leicht berühren und einen Double Jump machen bei Schuss 9. Jetzt kommen wir zu dem Gold Pack mit 11 Schüssen. Hier ist der Code. Bei Schuss 1 mit Boost zum Ball fahren und am Ende gegen den Ball springen. Mit Boost und einem Sprung kriegt man bei Schuss 2 den Ball auch recht gut rein. Bei Schuss 3 reicht ein Doppelsprung und ein wenig Boost aus, um den Ball reinzumachen. Oder ihr wartet, bis der bounce und flippt ihn dann rein, wenn er bei euch angekommen ist. Bei Schuss 4 boostet ihr einfach, bis ihr Supersonic-Geschwindigkeit erreicht habt. Das seht ihr an den Windlinien und schießt den Ball Richtung Tor. Bei Schuss 5 flickt ihr den Ball einfach rein, nachdem er den Boden berührt hat. Bei Schuss 6 fahrt ihr parallel mit dem Ball, fügt vielleicht ein bisschen Boost hinzu und einen kleinen Sprung mit einem Flip. Das gleiche dann von rechts. Bei Schuss 8 nehmt ihr den Ball an, lasst ihn ein bisschen auf euch runterfallen und flippt den Ball dann Richtung Tor. Bei Schuss 10 nehmt ihr den Ball mit einem Sprung an, folgt dem Ball mit ein wenig Boost und flippt ihn dann Richtung Tor. Bei Schuss 9 nehmt ihr den Ball mit ein wenig Geschwindigkeit an, also müsst ihr boosten und ihn dann Richtung Tor schießen. Schuss 11 ist ein wenig schwieriger, da ist es wahrscheinlich noch leichter, den Ball mit einem Doppelsprung und ein wenig Boost zu erreichen und ihn dann reinzumachen. Kommen wir zum Platin-Pack mit 14 Schüssen, hier ist der Code. Bei Schuss 1 einfach zum Ball fahren und reinhauen, egal ob ihr jetzt flippt oder nicht. Aber mit Boost auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf dem Level befinden wir uns nämlich gerade. Bei Schuss 2 ebenfalls. Bei Schuss 3 benutzt ihr am besten einen Doppelsprung, damit ihr eine gute Höhe erreicht, um weit oben ins Tor zu fliegen. Bei Schuss 4 müsst ihr ein bisschen kniffliger erst eine Linkskurve machen, um den Winkel Richtung Tor zu haben und dann einen geradeaus Frontflip in den Ball zu machen. Bei Schuss 5 wartet ihr, bis der Ball auf euch runterkommt und flippt ihn ins Tor. Bei Schuss 6 wartet ihr, bis der Ball den Boden berührt, macht einen kleinen Sprung, bevor er den Boden berührt und schießt, damit der Ball nicht zu hoch übers Tor fliegt. Bei Schuss 7 könnt ihr mit Boost versuchen, den Ball zu fangen
und ihn dann einfach mal ins Tor zu balancieren, bevor die Zeit abläuft. Schuss 8 ist ein wenig schwieriger, da müsst ihr den Ball gut mit Boost erreichen und ins Tor flippen. Bei Schuss 9 würde ich sagen, könnt ihr einfach mal fliegen und den Boost gedrückt halten und gucken, ob ihr den Ball so treffen könnt. Ihr habt nämlich ordentlich Power. Bei Schuss 10 könnt ihr entweder einen Flip reinmachen oder einen Double Jump und versuchen, den Ball, bevor er den Boden zu berührt, reinzuhauen. Bei Schuss 11 müsst ihr den Ball schnell fangen und einmal hochkicken, indem ihr vielleicht dagegen lenkt oder driftet einmal und ihn dann mit einem Flip reinzieht. Bei Schuss 12 müsst ihr sofort eine Rechtsdrehung machen und dann den Ball Richtung Tor flippen, vielleicht sogar die Ballkamera ausmachen und den Ball nochmal mit einem Sprung oder rein oder annehmen und reinfahren. Das gleiche könnt ihr auch bei Schuss 13 mit den Annehmen probieren. Oder ihr flippt, nachdem der Ball den Boden berührt hat. Bei Schuss 14 könnt ihr den Ball einfach wieder annehmen und am Ende vielleicht nochmal einen Flip reinbauen. Kommen wir zu Diamant. Hier ist der Code 16 Schüsse. Erster Schuss, ohne Springen, einfach in den Ball fahren mit Boost, sonst berührt er den Boden. Zweiter Schuss, dasselbe Spiel, bloß diesmal fügt er einen Jump hinzu. Dritter Schuss, selbes Spiel, bloß mit einem Doppelsprung diesmal. Beim vierten Schuss könnt ihr einfach den Ball mit einem Sprung und durchgehend boosten ins Tor schießen. Beim fünften Schuss könnt ihr einfach mal einen starken Schuss mit einem Flip einbauen. Bei Schuss 6 könnt ihr einen Double Jump mit ein wenig Boost benutzen, um den Ball ins Tor zu lenken. Bei Schuss 7 ähnlich, bloß ein bisschen schneller von der Reaktionszeit her. Bei Schuss 8 könnt ihr den Ball einfach erstmal annehmen und dann ins Tor dribbeln. Am besten macht ihr dafür noch die Ballkamera aus, damit es leichter ist. Bei Schuss 9 einfach ein bisschen abwarten und dann den Ball ins Tor flippen. Bei Schuss 10 könnt ihr einen Double Jump wieder machen und mit ein wenig Boost den Ball wieder Richtung Tor zielen. Bei Schuss 11 könnt ihr den Ball mit einem Sprung hinterher fliegen und das Auto ein bisschen drehen und mit dem zweiten Sprung einen Flip machen, um den Ball Richtung Tor zu schießen. Bei Schuss 12 wieder abwarten, bis der Ball auf euch runterkommt und einen Doppelsprung machen und den Ball ins Tor lenken. Bei Schuss 13 versuche einen sehr starken Schuss direkt nachdem der Ball den Boden berührt hat auszuführen, der einfach mal bis zum Tor fliegt. Bei Schuss 14 den Ball von der Wand erstmal einfach nur Richtung Tor ziehen, vielleicht hinterherfahren und den Ball nochmal reinmachen, um sicher zu gehen. Der Schuss 15 ist sehr, sehr schwer, der müsst ihr schon mit einem Flip Geschwindigkeit aufbauen und dabei boosten, damit ihr den Ball überhaupt bekommt. Bei Schuss 16 könnt ihr dasselbe machen und dann nochmal einen Flip reinbauen, damit der Ball schnell zum Tor kommt. Kommen wir zum Champions Pack, das ist der Code 14 Schüsse. Ersten Schuss könnt ihr reinzimmern mit Boost und einem Flip, den zweiten auch, am besten versucht ihr sogar Richtung Top Corner zu zielen. Bei Schuss 3 müsst ihr schon sehr schnell reagieren, ein klein wenig nach rechts fahren und direkt eine Seitenschraube in den Ball, damit er gerade Richtung Tor fliegt. Bei Schuss 4 euer Auto ein bisschen drehen, wenn es in der Luft ist und dann die Spitze Richtung Tor und Richtung Ball zu haben und dann einen Flip mit da reingeht. Bei Schuss 5 den Ball, nachdem der den Boden berührt hat, einen Flip vom Weiten bis zum Tor zimmern. Bei Schuss 6 bis zur Mitte fahren, einen Doppelsprung und dann versuchen den Ball so zu berühren, dass er gut ins Tor fliegen kann. Bei Schuss 7 könnt ihr versuchen den Ball in der Luft anzunehmen und dann mit ein bisschen Boost den Ball zu verfolgen und reinzumachen. Bei Schuss 7 könnt ihr auch versuchen einen leichten Double Touch zu probieren, falls er knapp über dem Tor gegen die Wand kommt. Bei Schuss 9 könnt ihr ein bisschen hochfliegen, den zweiten Flip sparen, bis der Ball euch erreicht und ihn dann reinmachen. Bei Schuss 10 könnt ihr versuchen, den Ball mal mit ordentlich Boost und der richtigen Autoausrichtung bis zum Tor zu schmettern. Bei Schuss 11 könnt ihr versuchen, den Ball weit unten zu treffen, damit er ein bisschen hoch an die Wand kommt und wieder einen Double Touch probieren. Bei Schuss 12 müsst ihr die ganze Zeit Richtung Ball boosten und am Ende vielleicht noch einen kleinen Sprung einbauen, damit der Ball gut Höhe bekommt, um ins Tor zu fliegen. Bei Schuss 13 tappt ihr einfach ein bisschen mit dem Boost in der Luft und wartet, bis der Ball an euch kommt und lenkt ihn dann Richtung Tor. Beim letzten Schuss wartet ihr auf den richtigen Moment, fahrt parallel zum Ball und kickt ihn dann mit viel Schmackes wieder Richtung Tor. Kommen wir zum Grand Champion Pack mit 18 Schüssen. Hier ist der Code. Beim ersten Schuss einfach den Ball annehmen und dann, bevor er den Boden berührt, nochmal reinflippen. Oder ein Double Jump reicht auch. Bei Schuss 2 den Ball einfach Richtung Tor bringen, nachdem er den Boden berührt hat. Und dann könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Entweder ein Double Touch direkt oder falls ihr wenig Boost habt im Game, dann theoretisch könnt ihr auch einfach mal abwarten und ihn nach der Wand berühren und reinmachen.
Bei Schuss 3 könnt ihr euer Auto mit Luftroller ein wenig drehen und dann zur Seite flippen, um ihn reinzumachen. Bei Schuss 4 ein ganz normaler Redirect, wo ihr einfach zum Ball fliegt und er von eurem Auto abgeleitet wird ins Tor rein. Bei Schuss 5 könnt ihr den Ball erst mit einem Sprung gut annehmen und dann einfach weiterverfolgen und am Ende einen Flip reinbauen, wenn der Ball wieder runtergeflogen ist, um ihn dann reinzuzimmern. Bei Schuss 6 zählt Geschwindigkeit, da müsst ihr direkt mit einem Speedflip oder einer normalen Seitenrolle reinboosten, um den Ball noch aufzuholen und ihn dann mit einem einfachen Sprung zum Beispiel reinzumachen. Bei Schuss 7 müsst ihr wieder zum Ball fliegen, euch den Flip aufbewahren und ihn dann benutzen, wenn der Ball gerade so über euch ist, damit er noch die Höhe bekommt, um ins Tor zu fliegen. Bei 8 könnt ihr wieder versuchen, mit einem Double Jump oder einem einfachen Sprung oder einem Flip den Ball von Weitem reinzumachen. Bei 9 müsst ihr wieder speedy sein und direkt mit einem Flip Geschwindigkeit bekommen und Boost und ihn dann am Ende noch reinjagen. Bei 10 müsst ihr wieder von weiter weg den Ball reingieten. Am besten klappt es hier mit einem Doppelsprung. Bei Schuss 11 müsst ihr den Ball in der Luft annehmen und den mit ein bisschen Boost tappen, vielleicht ins Tor tragen. Da könnt ihr aber flexibel sein. Bei Schuss 12 könnt ihr wieder mit einem Doppelsprung einfach den Ball aus der Luft angeln oder mit einem Flip. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Bei Schuss 13 müsst ihr wieder ein wenig abwarten und könnt ihn dann vielleicht mit einem Doppelsprung oder wieder einem Flip um Weiten reinzimmern. Bei Schuss 14 vielleicht einfach ein Redirect von dort ins Tor mit einem Doppelsprung zum Ball. Bei Schuss 15 reicht aber auch ein einfacher Sprung, müsst nur ein bisschen warten und dann flippt ihr den Ball vom Mittelpunkt bis zum Tor. Ja, Schuss 16 ist einfach wieder ein normaler Redirect, wieder von ein wenig weiter weg. Bei Schuss 17 müsst ihr ein wenig Momentum durch vielleicht Fahren aufbauen, dann einen Sprung machen, um den Ball gut ins Tor zu dribbeln, vielleicht einen Double Touch mit einbauen. Bei Schuss 18 könnt ihr sogar mit einem einfachen Sprung euer Auto leicht drehen, den Sprung vielleicht lang durchdrücken, damit der Flip lange bleibt und dann mit einem Flip noch den Ball reinmachen. Kommen wir zum SSL-Pack mit 10 Schüssen, hier ist der Code. Bei Schuss 1 müsst ihr wieder sehr schnell sein und am Ende könnt ihr den Ball mit einem einfachen Sprung und einer Neigung nach rechts gut reinmachen. Bei Schuss 2 müsst ihr sehr viel Geschwindigkeit aufbauen, wieder mit einem Flip am besten und dann die Präzision am Ende nur noch geschickt reinbringen. Schuss 3 ist wieder ein wenig simpler, einfach nur fliegen, den Ball ins Tor redirecten oder den Flip aufsparen und reinflippen. Schuss 4 ist ein ganz normaler Double Touch, redirect, nicht allzu schwer. Den fünften Schuss könnt ihr einfach redirecten, entweder ohne Flip oder mit Flip, mit mehr Speed und ein bisschen schwieriger zu halten, mit Flip natürlich. Ja, Nummer 6 ist wieder ein normaler Ball vom Boden, wenn er abspringt, dass ihr den dann trefft, für mehr Power. Schuss 7 ist wieder gut für Freestyler. Da könnt ihr auch einfach den Ball ins Tor dribbeln, einen Double Touch machen oder einen Flip Reset zum Beispiel. Schuss Nummer 8 ist eine Geschwindigkeitssache wieder. Müsst ihr schnell zum Ball hochfliegen und einen Redirect ins Tor lenken. Schuss Nummer 9 auch ein Redirect. Vielleicht ein bisschen auf dem Boden chillen und dann springen, damit ihr die Geschwindigkeit auf dem Boden aufbaut und dann in der Luft wieder den Redirect. Schuss Nummer 10. Unendlich schwierig, die Geschwindigkeit zu bekommen. Mit einem leichten Lucky Touch schafft man es eventuell oder mit einem Speed Flip, wenn man die gut kann. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Progression Pack von leicht bis schwer. Das wäre dieser Code hier. Schuss 1, sehr einfach. Einfach nur ein Sprung, ein Flip und Boost. Der zweite mit einem gleichen Ground Bounce vom Boden. Danach auch mit dem Flip einfach reinzumachen. Schuss 3, aus der Luft mit einem Flip. Noch genug Zeit, den Ball reinzuzimmern. Der darf sogar noch den Boden berühren. Schuss 4, könnt ihr sogar freestylen. Ein Double Jump und eventuell ein Double Touch. Schuss 5, wieder eine nice Möglichkeit für einen Redirect mit einem Double Jump aus der Luft, den ihr aufs Tor lenken könnt. Schuss 6, wieder gut Freestyle-mäßig könnt ihr alles probieren, könnt ihn annehmen, könnt ihn loskicken, airdribbeln, redirecten, danach alles. Nummer 7 könnt ihr ebenfalls freestylen, vielleicht einen Double Touch mit einbauen oder einen Flip Reset. Und Schuss Nummer 8 ist wieder ein guter Redirect, wo ihr mit Speed den reinhämmern könnt. Falls ihr mehr Packs sehen wollt, falls ihr schon welche hochgeladen habt, dann seht ihr jetzt hier in der Playlist. Und falls ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt in Zukunft, lasst gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Knipser ist raus.